Oh, endlich so ein gutes Game. Jetzt komm ich! Alter! Ich glaube, wenn du rennst, renn mal und schrei dann. Ah, warte. Oh Gott! Stell dir vor, wenn ich jetzt Erdbeer mal da stehe, dann rennt jemand so rum. Vor allem kann man ja, wenn man steht, irgendwie ein bisschen besser rumrufen, wenn man rennt, aber... Wie sie jedes Copyright-Infringement so vermeiden wollten, dass sich auf nirgends steht irgendeine Marke oder irgendwas aufrichtig, voll. Außer da vorne so ein bisschen auf dem Bus. Hör mir zu! Ja, aber du sagst ja nichts. Du! Hast aufgehört zu fahren! Deshalb bin ich in dein Auto gefahren! Ich glaube auch. Hier ist noch ein Polizist. Du hast gestoppt, also... Ja, die Polizei, oder du siehst abgefahren aus, ne? Ja, es sieht cool aus. Okay, also du weißt nicht, wo es weitergeht, ne? Deshalb. Ja, tatsächlich, ich weiß gerade wirklich nicht, wo es weitergeht. Aber ich kann ja einfach mal... Kannst ich rufe einfach mal... Rein? Da war gerade die Fensterzappe. Echt? Oh ja? Ah, ne. Ja, ne, da vorne. Da, ja. Ah, ja, voll, voll. Es ist immer ein guter Plan, ne? In Gebäude reinzugehen, ja. Dieses Job-Interview. Easy going, Student. Ja. Er wurde das, verschoben, das, ja. Okay. Das Job-Interview wurde verschoben, natürlich. Schon wieder verschoben. Erdbeben. Verdammt nochmal, ich wollte. Ich fände es geiler, wenn es noch stattgefunden hätte. Ja, das ist ja richtig japanisch. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein großes Erdbeben heute gibt. Ich habe nicht gewusst, dass es so ein großes Erdbeben heute gibt. Ich finde es schön, wenn die es genau selber sagen. Oh, wieder. Oh, jetzt passiert was. Cutscene, warte, ich erzähl's nachher. Ja, warte. Ich hab was Witziges gesehen. Oh, dann ist schon vielleicht nächste Folge. Ich kann es nicht glauben, dass das Job-Interview verschoben wurde. Und dann noch zu einer Zeit wie das. Mutter, es tut mir leid. Gott, ich kotz. Das ist schon üble Erdbeben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Mutter, es tut mir leid. Und die Mutter, bestimmt ist die Mutter. Die Flucht. Bist du auch für ein Job-Interview hier? Das ist bestimmt die Mutter. Sag ja einfach. Es ist einfach, ja, auf jeden Fall. Du bist die Mutter. Nein, ich meine die Mutter. Und dann machen wir nächstes Mal bei Game Circus. Aber die Mutter ist so wütend auf ihn, dass sie das Erdbeben ausgelöst hat. Ach so, ja, geil. Er kriegt den Job bestimmt nicht. Ah, er hat den Mathe nur 99%. Genau. So, aber es gibt... Aber ja, auf jeden Fall nächste Folge, das machen ja, auf jeden Fall. Das, um ihn zu verunsichern. No, I came from business negotiations oder ich bin nur am Vorbeilaufen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Unsicher, ja. Okay. Also, nächstes Mal, Dudes. Und Dudettes. So, ich würde sagen, nach der Folge machen wir dann mal einen Cut, damit es nicht ultra riesig wird. Ich glaube, da sind 4 oder 5 um. Du hast so geile Tischmanieren. Du hast den Knickel gelernt. So, willkommen zurück. Und was ich noch erzählen wollte in der letzten Folge, ich habe im Internet war einer bei dem Jobinterview und dann hat er diesen Fragebogen kopiert und da war einfach eine Frage. Sie haben aus unerfindlichen Gründen einen Elefant geschenkt bekommen. Sie können ihn nicht verkaufen, zur Adoption freigeben oder essen. Oder ja, oder halt irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob man töten konnte man nicht. Wir können ihn nicht verkaufen und irgendwas damit machen. Was machen Sie mit dem Elefant? Und dann konnte man, wahrscheinlich konnte man hinterher, ich töte ihn oder halt, was macht man mit dem Elefant? Aber was ist das für eine Frage für ein Jobinterview? Und so auf. Ich habe mir überlegt, ich würde genauso ein Reiten, dann kannst du Geld damit verdienen. Du nutzt ihn den Elefant so richtig aus, wie im Zirkus. Ja. Übel dreckig. Wie im Game-Zirkus. Du bist mein Elefant, Sascha. Du bist mein bestes Pferd. Ich werde gebeugt. So, also wir sind auch hier für ein Jobinterview, du Versager. Und ich bin hot. Was? Nein, das gibt's doch nicht. Späteren Tag. Hä, an einem Erdbeben? Warum musste das Erdbeben ausgerechnet an dem Tag, wo ich mein Interview habe? Nee, ich verstehe vor allem nicht, warum die nicht trotzdem das Interview machen. Ich hab mein Bestes gemacht, um Geld zu sparen, um hierher zu kommen. Alter, wie bist du hergekommen mit dem Flugzeug? I lose interest, but I sit down next to him, because wir müssen hinsitzen. Also komm, wir geben uns mal interessiert. Oh, ja. Vielleicht, wenn wir uns ein bisschen ihnen anbieten, gibt er uns Geld. Ja. Weil wir wollen ja und gucken, dass am meisten Moneten, das ist das Ziel. Es geht nicht ums Überleben, wir wollen einfach am meisten Geld am Ende haben. Vom Land für das Jobinterview. Meine Familie ist arm, so habe ich gespart und narrowed my job search. Ich habe das nur für diese Firma habe ich mich beworben. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Zur dritten Stage von dem Jobinterview. Und jetzt wurde es verschoben. Also wenn du Englischlehrer wärst, wärst du ein Albtraum.
Ja, es geht super schnell. Ja, ich weiß, es wird nur Spaß. Ja, jetzt habe ich kein Geld und ich mache mir Sorgen und meine Mutter wird mich umbringen und dann schläft sie immer mit mir. Wenn ich ihn so anschaue, dann denke ich... Ich könnte ihm noch mehr Geld abknüpfen. I feel for him, the disaster hit a bad time. I feel for him. Also sie hat auf einmal... Ja, sie fühlt mit ihm. He's a thoughtful man. Who, also der... seine Mutter Sorgen macht. Ich möchte ihn präservieren. Sie meint vielleicht zum Beispiel einen Taxo, der misst ihn ausfüllen. Persevere heißt ihm zu gut zureden? Ja, also... Was heißt persevere? Ich weiß nicht. Ich habe ja, keine Ahnung. Ich kenne den, ich hab schon so oft gehört, aber... Boah. Ich kann den Job kriegen, das ist eklig. Oh, nee. Vielleicht ist er immer Pech, egal was er macht. Oh Gott. Er ist wegen sowas Kleinem. Prägt er sich auf. Das ist das so irritierend. Das geht mir am Arsch vorbei. I don't care. So, ich würde das machen mit I can get the job. Ja, auf jeden Fall. Richtig eklig. Sie haben die Video gesehen. Yeah. Ich kotze, Alter. Ja, ich krieg den Job. Ich finde, das ist das perfekte Spiel das, für den Kapitalismus im Einzelnen. Ja, Mann, ohne Witz. Das mit dem Elefanten würde gut reinpassen übrigens. Ja. Im Sinne von, wenn man dann eben wirklich sagt, ja, was machen Sie mit dem Elefanten? Dann sagst du einfach so, ja, ich beute ihn aus und verdiene noch mehr Geld damit, bis er irgendwann stirbt und dann bin ich nicht schuld an seinem Tod. Aber selbst das ist da noch nicht falsch, weil die Firma eine noch bessere Methode sich ausgedacht hat, um den Elefanten auszubeuten. Ja, ja, genau. Und sagt, ja, das ist ja schon ganz gut, was du da erzählt hast. Quicknear Inc., das klingt geil. Was? Oh, ein sehr schlauer Student. Wann werden wir das Interview? Ich glaube, so geht's echt ab in manchen Firmen, ne? Dass die sich da bald drum schlagen. Eklig, oder? About today's transportation, okay. Es tut uns leid, dass wir das verschieben müssen. Wir werden Sie informieren. Wishing you good luck. Also ich wünsche ihr Glück und ist okay. Oder ich frage nach dem Date. Oder ich will das Geld zurück, weil ich hergekommen bin. Ja, dann die Fahrtkosten. Ja, sehr gut. 6.000, ja, wir kriegen... Geil. Wir machen hier Kohle, Alter, ich sag's dir, wir machen hier und Kohle. Der Typ, der hockt da drüben und kriegt nix. Geil, after she said that she handed me a formal version, I'm pretty sure getting... Cost me 6.000. Oh! Auf jeden Fall 99.000. Ja, Mann! Hier, Junge! Geil! Also, wenn wir am Ende von 20 Millionen Yen haben, dann... Ich kotze, und wenn wir in die Hölle kommen... Und in die Hölle auf jeden Fall. Neun im Rad. Dann wird sich der Kohlberg im Grab umdrehen. Extrem eklig, Alter. Wenn es so irgendjemanden gibt, der nicht dafür die Transportation... Ja, Jakob, jetzt müssen wir... Genau, jetzt sollten wir sagen, dass der Typ auf der Bank... Aber das sagen... Okay, schade, jetzt hätten wir den noch reinreiten können, schade. Das wäre richtig... Aber jetzt gehen wir natürlich... Oh, das Spiel ist so eklig, Alter. Das, also ich meine, man kann es... Ich finde es aber geil, welche Dings das... Woher hat sie diese Charakterinformationen? Also ein Student, der seine Freundin liebt. Ich mache mir Sorge, meine Freundin. Aber ich kann sie nicht erreichen. Ist mir aber egal. Guck mal, die japanische Polizisten. You're the apple of my eye. Ja, stimmt. Da war doch Apple. Auch so ein war es ein Erdbeben oder dieser Notfall, wo sie sich dann angerufen haben? War ein Erdbeben, ja. Ja, ne? Aber Japan, Mann, das ist immer ein Erdbeben. Ja, ich wusste nicht, dass es so krass ist. Wie wenn ich Sex mit einer Frau habe, weißt du? Das ist auch immer ein Erdbeben. Da babes. Babes, verstehst du? Da babes. Oh Gott, so bist du die Folge denn. Da babes. Das ist eklig. Der Erde ist zu. Oh nee. Vor allem die Leute haben nur einen Charakter. Der frustrierte Student, der ehrliche Student. Ja, ja. Es tut uns leid. Die sind verschoben worden, die heutigen Interviews. Ich habe es endlich zum Job-Interview geschafft. Ich finde es so geil, dass wir einfach nur die ganze Zeit Money abgreifen. Das ist so gut. Es ist eine krasse Leistungsgesellschaft, Japan, ne? Ist schon hart. Mhm. Du machst wohl Scherze. Wieder mal. Ja, stand da, you are kidding oder I want your kidneys again? Ich habe auch kurz überlegt, so gib mir deine Kidneys. Gib mir deine Kidneys. Okay, also jetzt haben wir hier... Guck mal, da unten ist doch so eine Map. Wenn wir jetzt hier hingehen... Hä, wo ist die Map? Nein, ist das Norden? Unten rechts? Ah, nee, ist nur Norden. Das ist nur ein Kompass. Ja, ein Kompass, aber der zeigt uns nicht an, wo wir hingehen müssen, oder? Nee, also... Zeigt immer. Aber guck mal, da ist doch irgend so ein... Ach so, das ist der Ring vom Kompass, den man aufhängen kann. Aha, so das nee. Ach so, Weil das machen wir heute so oft. Ja, aber wir haben da keinen Platz, weil unser ganzes Geld hier. Wow, sagt sie. Wow, sagt sie. Ich soll back in meine Arbeit gehen. Okay. Also, das Problem ist, ich weiß. Warte, gibt's hier irgendwie. Irgendwas, das wir machen? People, guck mal, die haben alle kennengelernt. Ich ziehe jetzt heute das vierte T-Shirt an, weil es so schwül ist und weil ich schon komplett nass geschützt war, als ich Pat aus Tübingen abgeholt habe.
Sort by number. Sort by page, by gender. Okay. Also wir können uns die Leute anschauen. Anscheinend können wir da irgendwas machen. Map können wir uns aber anschauen hier. Es gibt ein Safe Place, dann sind da, was sind diese drei Punkte da? Welche Punkte meine? Nicht Punkte, ich meine die, nee, die Kreuze heißen Zettel. Das da nicht, die Zettel, genau, ja, voll. Vielleicht sind das Post-its, wo sie schon Geld abgegriffen hat. Ach ja, soll ich das vielleicht, ja. Area Map. Muss ich nicht nochmal aufstehen? Die Folge ist ja gleich zu Ende. Da muss ich der Patrice alleine unterhalten. Ja, ja. Bin guter Unterhalter. Alter, ich check nicht. Ja, unehrlich von Karl Dahl ab und deshalb hat er das. Fuktuk Xubaba. Guck mal, unser Occupation Woman. Also unser Beruf ist. Wir verkaufen, geil. So, also Pharmaindustrie, ne? Also wir haben Geld, haben wir. Was sind Gross Assets? Gross heißt insgesamt. Gross? Also ja. Gross klingt wie ekelhaft. Gross, ja, oder? Gross gibt's auch, aber Gross Assets sind, wenn du sagst Gross Value oder so. Geh mal zu, ja, Stress. Also wir haben 11 Stress. Wir sind nicht thirsty und unser Magen ist zufrieden. Wir haben aber einen hohen Appetit und wir brauchen nicht das Badezimmer. Wir haben ein Leben. Ein Leben. Ja, wir haben das. Also guck mal, Acquire Total, also es geht doch um Geld. Zweimal sind wir umgefallen. Ja, wir sind 1000 Meter und 107 Millimeter. Wir haben einen Kompass, weil man braucht immer mehrere Kompasse. Immoral Points 47. Geil, oh, aber keine geil. Moral, geil. Ja. Null Moral. Null Moralpunkte. Ja. Ja, man kann das Spiel eben, also auch ganz anders spielen. Natürlich.